ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es um kleine, besondere Superfoods gehen, die wir uns selber in unserer Wohnung, in unserer Küche ziehen können. Heute geht es um Mikrogrün. Mikrogrün, das sind kleine Pflänzchen, die wir uns zu Hause selber auf Erde ziehen können. Wir können normale Aussaaterde verwenden, auch Kokoserde, Hanfmatten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch einen Sprossentoni zu Hause. Da kann ich auch wunderbar Rettich- und Radieschengrün ohne Erde ziehen. Oder zum Beispiel auch mit einem Kressesieb Leinsamen Mikrogrün. Ihr seht es hier auch schon neben in meinem Regal. Da gibt es eine große Fülle an Mikrogrün und gerade über den Winter rettet mich dieses grüne Mikrogrün. In diesem Mikrogrün ist eine geballte Energie drin, die ja für das Wachstum der Pflanze gebraucht wird. Und wir können davon profitieren, wenn wir das Mikrogrün in unsere Ernährung integrieren. Also das Mikrogrün ist voller Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe und es sagt auch schon der Name, da ist Grün enthalten, Chlorophyll. Und Chlorophyll gehört für mich mit zu den wichtigsten lebensspendenden Substanzen. Hier auf meinem Kanal, wer mich verfolgt, ist ja immer mal das Thema, auch Grün in die Ernährung zu integrieren, auch gerade bei der schleimfreien Heilkost, das ist immer wichtig. Grün, grün, grün und finde auch gerade im Winter besonders wichtig, chlorophyllhaltige Lebensmittel zu integrieren. Das Chlorophyll ist eine wichtige Substanz, die unsere Gesundheit sehr gut unterstützen kann. Zum Beispiel fördert es die Wundheilung, stärkt unser Immunsystem, ist auch gerade jetzt im Winter sehr, sehr wichtig und es hilft auf sehr natürliche Weise, neues, gesundes Blut zu bilden und das generell zu unterstützen. Und ich finde das ganz wunderbar, wenn man sich dieses Superfood selber in der eigenen Wohnung ziehen kann. Im Winter greife ich auch über meine Biokiste auf Kulturgrün zurück, wie Grünkohl, Postelein oder Feldsalat. Bei Waldspaziergängen oder Spaziergängen findet man auch noch einiges an Wildgrün, aber je kühler es wird und umso kälter es wird, umso weniger findet man davon. Den Winter über versorge ich mich hauptsächlich über Mikrogrün mit frischem Chlorophyll und ergänze das auch mit grünen Produkten, grünen Pulvern, zum Beispiel Grassaftpulver oder sieben Kräuter, Wildkräuter. Da gibt es auch ganz tolle Produkte von Lebenskraft pur und das ist für mich auch im Winter einfach eine geniale Ergänzung. Übrigens gibt es am 26.11., viele sagen Black Friday dazu, Lebenskraft pur sagt Green Friday dazu, 10% Rabatt auf den Warenkorb. Also wenn man sich für grüne Produkte interessiert, Grassaftpulver, Wildkräuterpulver, grünes Leben, Mikroalgenpresslinge, dann ist dieser Rabatt sehr gut geeignet, sich da einiges mal zukommen zu lassen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr findet den Gutscheincode unter diesem Video. Also da gilt nur am 26.11., nur am Freitag. Als nächstes zeige ich euch mal, was bei mir aktuell so an Mikrogrün wächst. Und vorher möchte ich euch noch ein Foto einblenden. Das hat mir heute mein lieber Freund Henry geschickt. Henry ist auch gerade im Mikrogrün und Grashimmel. Also da lacht mein grünes Herz. Das sieht wirklich sehr fantastisch aus. Und ich möchte euch damit inspirieren, endlich mit der Mikrogrünzucht anzufangen und euch mit wertvollen, frischen, grünen Lebensmitteln zu versorgen. Hier wächst Erbsengrün, Sonnenblumenkerngrün und hier in der Kokosnussschale wachsen Brokkolisprossen. Hier habe ich gekeimte Erbsen ausgesät und da wird in den nächsten Tagen, in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder fantastisches Erbsengrün wachsen. Das ist Chia Mikrogrün. Mikrogrünvielfalt, da haben wir da hinten Rucola und Möhrengrün, hiervon Brokkoli und Radieschen und die gelben Blättchen, die ihr so seht, die werden jetzt bei Licht in den nächsten Tagen Chlorophyll einlagern und sich grünlich verfärben. Ich hatte jetzt diese Dunkelkeimer dunkel abgedeckt, also zumindest Rucola, Radieschen und Brokkoli. Und hier in der Kokosnussschale seht ihr Koriandergrün. Hier wird frisches Sonnenblumenkerngrün wachsen. Und hier Kresse in meinem Kresseigel. Hier sind schon ganz viele Brokkolisamen angekeimt.
Und hier wächst frisches Koriandergrün, beziehungsweise sind es erstmal noch Koriandersprossen. Von Grün ist noch nicht so viel zu sehen, aber es gibt schon eine gute Keimaktivität und mit viel Geduld oder mit etwas Geduld kann ich dann daraus gesundes Koriandergrün ernten. Kürzlich habe ich vom Microgreen Shop ein großes Paket geschickt bekommen mit verschiedenen Produkten des Microgreen Shops und dieses Paket möchte ich mit euch auspacken und ich bitte euch dran zu bleiben, denn es gibt wundervolle Starterpakete zu verlosen. Wir haben schon das große Paket vom Microgreen Shop geöffnet, aber noch nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt. Ihr seht hier, es wird auch viel mit Papier verpackt und hier könnt ihr auch schon einige Tütchen mit Samen sehen, ganz unten Erde und hier ein Kressesieb und das packen wir jetzt nacheinander aus. Hier ist ein Kressesieb drin, ein eckiges, das werden wir gleich mal öffnen. Ein eckiges Kressesieb. Ich kenne bis jetzt nur runde Kressesiebe. Das sieht schon sehr edel aus. Das Kressesieb eignet sich vor allem für schleimbildende Samen, wie zum Beispiel Kresse oder Leinsamen. Ich ziehe darauf auch gern Senf, Mikrogrün oder Senfsprossen. Jetzt geht's an die Microgreen Starterpakete. Da werden wir auch mal schauen, was da drin ist. In diesem tollen Starterpaket sind verschiedene Bio-Keimsaaten enthalten, dann verschiedene Anzuchtschalen und 10 Liter Bio-Anzuchterde gehört dazu. Das ist diese hier, 10 Liter Bio-Aussaaterde, die ist sehr gut für die Mikrogrünzucht geeignet, auch für das Ziehen für Kulturgräser wie Weizen, Kamut und Gerste. In diesem großen Paket vom Microgreen Shop war dieses Starterpaket dreimal enthalten und ich darf es für meine YouTube-Zuschauer verlosen. Wenn ihr an der Verlosung interessiert seid, dann schaut einfach das Video weiter. Am Ende sage ich dann wichtige Infos zur Verlosung. Hier haben wir auch was Feines. Ein Starterpaket, Crocronut. Damit könnt ihr Mikrogrün in einer halben Kokosnussschale ziehen. Das habe ich auch schon mehrfach getestet. Das ist auch eine wunderbare Sache und es sieht auch schön aus. Und dafür könnt ihr ganz normale Erde verwenden oder aber Kokosziegel. Also so eine Art Kokoserde, die kommt so in Ziegelform. Die ist auch mit in diesem Starter-Set enthalten. Und das ist auch eine wunderbare Sache. Da gießt man einfach Wasser drauf, dann quillt das auf und dann kann man das ein bisschen zerbröseln und in dieser Schale verteilen und sich wunderbares Mikrogrün ziehen. In so einem Set, das könnt ihr gut auf dem Bild erkennen, ist eine halbe Kokosnussschale mit Abtropflöchern unten drin, drei Kokosziegel und drei verschiedene Saaten, Brokkoli, Radieschen und Rucola. Und so eine Kokosnussschale ist eine gute Sache, das ist dann alles komplett plastikfrei. Auch diese drei Sets darf ich für meine Zuschauer verlosen. Wenn ihr an diesem Set interessiert seid und gern an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann bleibt einfach dran. Hier haben wir Kokoserdeziegel in so einer Verpackung, sind 10 Stück und ich hatte es jetzt schon bei dem Starterpaket für Coconut kurz erklärt. Also so ein Kokoserdeziegel gibt man einfach in eine kleine Anzuchtschale oder in eine halbe Kokosnuss, dann Wasser dazu, dann quillt es auf und dann wird es alles locker und dann kann man das in der Anzuchtschale oder in der Kokosnuss verteilen und dann darauf die Samen verteilen. Hier seht ihr Kokoserdeziegel und hier habe ich so eine Kokosschale, da wächst gerade Brokkoli. Ihr könnt vielleicht auch hier ein bisschen erkennen, das Substrat ist eben diese Kokoserde und die Saaten wachsen darin sehr gut. Hier wachsen die Brokkolisprosse ein bisschen zur Seite. Ich muss sie dann immer mal ein bisschen drehen, weil die sich natürlich dem Licht zuwenden und dann dementsprechend wachsen. Und dann drehe ich einfach immer mal die Kokosnussschale, sodass sie dann in die andere Richtung wachsen. Hier haben wir ein Nachfüllpaket für die Kokosnussschale. Das kann man sich dann immer mal mit nachbestellen. Was ich auch sehr unterstützenswert finde, Microgreen Shop arbeitet mit einem Projekt zusammen, die Bäume in den ärmsten Regionen pflanzen. Jedes Mal, wenn wir uns so eine Crocronut kaufen oder so ein Nachfüllpaket, wird dieses Projekt unterstützt. Für die Kokosnuss gibt es verschiedenste Nachfüllpakete. Hier haben wir The Microgreens und dieses Set enthält Mizuna, das ist so ein Senfkohl, Kresse und Rotkohl. Also für mich auch eine geniale Mischung. Es gibt auch ein Nachfüllpaket, was sich Red Hot Greens nennt. Und darin sind folgende Saaten enthalten. Radieschen, Senf und
Grünkohl. Und hier das Nachfüllpaket Prog'n'Roll, bestehend aus Brokkoli, Radieschen und Rucola. Im Paket sind auch folgende Samen enthalten. Haben wir hier Rucola, und Rucola gehört mit zu meinem Lieblings-Mikrogrün, und das schmeckt wirklich fast 1:1 wie Rucola-Salat. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie ähnlich dieses kleine Grün schon nach diesem Rucola-Salat schmeckt. Dann haben wir auch noch Senf. Senf lässt sich auch ganz einfach und unkompliziert ankeimen. Kann man einfach zum Beispiel mit so einem Kresse-Sieb ein paar Tage alte Senfsprossen ziehen, oder man zieht sich dann richtiges Grünkraut und lässt das Ganze länger wachsen. Dann haben wir hier Koriandersamen, und die sind gesplittet, damit der Koriander auch besser ankeimt. Also ich habe das früher auch mit ganzen Koriandersamen versucht anzugehen. Das war ein bisschen kompliziert, aber seitdem ich mit den gesplitteten Koriandersamen Koriandergrün ziehe, funktioniert das wunderbar. Also Koriander gehört mit zu den Samen, die eigentlich mit am schwersten zu ziehen sind, aber in dieser gesplitteten Form funktioniert das auch sehr gut. Auch ein sehr wertvolles, geschmacklich sehr geniales Mikrogrün, was man sich aus diesen Samen ziehen kann. Roter Kohlrabi, auch ein sehr angenehm schmeckendes, mildes Mikrogrün, und das lässt sich auch sehr unkompliziert ziehen. Hier haben wir Mizuna-Samen, das ist ein Senfkohl, hat auch einen sehr angenehmen, kohlartigen Geschmack. Rettich gehört auch mit zu meinem Lieblings-Mikrogrün und hat einen angenehmen, leicht scharfen Geschmack. Rettich lässt sich auch gut im Sprossenglas ziehen. Ich lasse es dann meistens zwischen 4 und 6 Tage ankeimen. Und am Anfang bedecke ich das Sprossenglas, weil Rettich ist ein Dunkelkeimer. Und nach 4 Tagen nehme ich die Bedeckung weg, und dann können die gelben Blättchen, die sich vorher gebildet haben, dann schön Chlorophyll einlagern. Oder ich nehme einfach eine Anzuchtschale mit Erde oder auch meinen Sprossentoni und ziehe mir richtiges Mikrogrün, was dann länger als eine Woche Zeit zum Wachsen hat. Hier haben wir Radieschen. Also Radieschen schmecken so ähnlich wie der Rettich, haben so eine scharfe Note und lassen sich auch ganz unkompliziert ziehen, entweder in einem Sprossenglas oder im Sprossentoni oder mit Erde in Anzuchtschalen. So, das sind jetzt hier die 100 Gramm Packungen mit den verschiedenen Samen. Das sind jetzt die letzten Packungen, 500 Gramm Packungen. Und da haben wir einmal Sonnenblumenkerne, also das sind ungeschälte Sonnenblumenkerne. Daraus kann man wunderbares Sonnenblumenkerngrün ziehen. Die haben auch wirklich eine wunderbare Keimfähigkeit, und das gehört auch mit zu meinem Lieblingsgrünkraut. Das ziehe ich schon seit einigen Jahren. Dann sind noch 500 Gramm Weizen dabei, perfekt für die Graszucht. Weizen lässt sich auch sehr gut ankeimen, und da kann man in den Anzuchtschalen sich Weizengras ziehen für kleine grüne Shots. Dann habe ich hier nochmal Weizen, also insgesamt 1 Kilo Weizen. Da kommt man wirklich ganz gut hin mit der Weizengraszucht über den Winter. Und hier haben wir noch 500 Gramm Brokkoli, die Sorte Brokkoli Raab, und ist auch eine geniale Brokkolisorte, sehr gut keimfähig, und kann ich auf alle Fälle empfehlen, zieht euch Brokkoli über den Winter. In den letzten Jahren wurde ich immer gefragt, wo bekommst du deine Saaten her, deine Erde, deine Anzuchtschalen? Und ich habe immer verschiedene Bezugsquellen genannt, teilweise die Saaten online bestellt oder im Bioladen gekauft, die Erde auch im Bioladen, die Anzuchtschalen zum Beispiel im Baumarkt. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass der Microgreen Shop alles, was man zur erfolgreichen Mikrogrünzucht benötigt, vorrätig hat. Also wenn euch die Mikrogrünzucht interessiert, dann schaut einfach mal im Microgreen Shop nach. Alle Erstbesteller bekommen 10% Rabatt auf ihren Einkauf. Ihr findet unter diesem Video den Link zum Shop und auch den Gutscheincode. Ihr habt gesehen, es gibt tolle Gewinne. Ihr könnt dreimal das Keimgrün Starterpaket mit Erde gewinnen oder aber das Grow Nut Starterpaket mit der halben Kokosnussschale, was plastikfrei ist. Ich werde euch unter diesem Video nochmal die Bedingungen für dieses Gewinnspiel mitteilen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, in Deutschland leben, und dann könnt ihr hier an dieser Verlosung teilnehmen. Alles weitere Wichtige, wie gesagt, unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Was müsst ihr tun, um an dieser Verlosung teilzunehmen? Ihr kommentiert einfach unter diesem Video eure Meinung zum Mikrogrün. Habt ihr das schon mal probiert?
Wie findet ihr diese Mikrogrünzucht und die Informationen, die ich euch hier in diesem Video mitgeteilt habe? Was haltet ihr generell davon, euch Sprossen oder Mikrogrün zu ziehen? Jeder Kommentar nimmt daran teil. Ihr könnt bis zum 2. Dezember hier unter diesem Video kommentieren. Am 3. Dezember werde ich über ein Zufallsprinzip 6 Gewinner auswählen und diese auch unter diesem Video in ihren Kommentaren anschreiben, also auf ihren Kommentar antworten. Bitte schaut am 3. Dezember in den Kommentarbereich, ob ich euch geantwortet habe und teilt mir dann eure E-Mail-Adresse mit, dass ich euch anschreiben kann, dass euch dann der Gewinn zugesendet wird. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video inspiriert, jetzt endlich mit der Mikrogrünzucht oder der Sprossenzucht anzufangen und euch mit guten, hochwertigen Lebensmitteln über den Winter zu versorgen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und einen harmonischen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.